Mit seinem extravaganten Design sticht der Honda Civic aus der Masse der Kompaktklasse eindeutig hervor. Doch was auf den ersten Blick als keilförmig sportlicher Flitzer daherkommt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen und Testen als durchaus alltagstauglicher Golfkonkurrent. So gibt sich der Innenraum in beiden Reihen überraschend großzügig. Und selbst das Ladevolumen von 477 Liter in Grundstellung sowie 1378 Liter maximal beeindruckt. Noch dazu sind die Honda Magic Seats ein Vergnügen im Handling und bieten höchste Variabilität. Das schwungvoll gezeichnete Cockpit hat offenbar Anleihen beim Honda Flugzeugbau genommen und ist das wohl markanteste Cockpit seiner Klasse. Es gefällt oder eben nicht. Auf jeden Fall wird die Verarbeitung gefallen, die, wie bei Honda üblich, sehr gelungen ist. Mit dem neuen Civic ist Honda in der beliebten Kompaktklasse sehr gut aufgestellt. Geräumiger Innenraum, praktische Detaillösungen, die gewohnt gute Verarbeitung und ein hohes Maß an Fahrdynamik ergeben ein sehr ausgewogenes Auto. Was den Honda Civic überdies auszeichnet, ist sein sparsamer Dieselmotor. Das 120 PS starke Aggregat mit 300 Newtonmeter Drehmoment bei 2000 Touren ist durchzugsstark und genügsam zugleich. Mehr als ausreichende Fahrleistungen gehen einher mit einem Verbrauch, der in der Praxis um die 5 Liter sich einpendeln wird. Wer somit in der Kompaktklasse eine sportliche, sparsame und außergewöhnlich designte Alternative mit Dieselmotor sucht, sollte sich den Honda Civic DTEC genauer ansehen. Die Preise beginnen bei 20.425 Euro. Wer auf maximale Ausstattung sowie Assistenzsysteme Wert legt, wird nochmals um die 10.000 Euro dazulegen müssen. Nicht billig der Civic, dafür extravagant.